Der Ozean ist eine geheimnisvolle Welt. Die Menschen wissen mehr über die Oberfläche des Mars als über den Grund des Ozeans. Und die Meeresbewohner, die dort leben, nun ja, sogar die, die man sich vorstellt, stellt man sich falsch vor. Zum Beispiel der mächtige Riesenkrake, blutrünstiges Ungeheuer, Versenker von Schiffen. Woher kommt das überhaupt? Kraken sind majestätische Kreaturen und edle Beschützer. Ich bin Ruby Gilman, ein normaler Teenager. Seit Generationen haben die Kraken die Meere beschützt, um uns vor der mächtigsten und gefährlichsten Kreatur von allen zu bewahren. Der Meerjungfrau? Ja, der Meerjungfrau! Aber die Menschen lieben Meerjungfrauen. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich auch, gewöhnliches Kind. Ja, natürlich tun sie das. Die Menschen sind dumm. Ich bin Chelsea. Meerjungfrauen sind egoistisch, arrogant und selbstverliebt. Ich bin umwerfend. Ja, die Queen. Die schlimmsten von allen. Was passiert hier? Pass doch auf. Entschuldigung. Hey. Alles okay? Ich kenne dein Geheimnis. Du bist eine Krake, die sich als Mensch tarnt. Ich muss jetzt wirklich los. Und schon bald wird jeder die Wahrheit erfahren. Küsschen. Bereit für deine Bestimmung? Ich will nur mein Leben leben. Du hast Kräfte jenseits deiner Vorstellungskraft. Das ist dein Moment, Ruby. Ich werde mich nicht mehr verstecken. Grandmama? Ja? Zeig mir, wie ich meine Kräfte einsetzen kann. Da wären Tarnung, Supergeschwindigkeit, Schutzpanzer. Mal sehen, wozu du so fähig bist. Ich hab Laseraugen? Ja, die sind echt der Hammer. Oh, du bist nur ein dummer Teenager. Ich bin eine gewaltige Meerjungfrau. Klopf, klopf! Egal wie groß die Herausforderung ist, ein Krake wird sie immer annehmen. Lass uns die Show beginnen. Auf der einen Seite bin ich immer sehr gespannt, was DreamWorks zu liefern hat, weil die gerade im Animationsfilmbereich oft sehr schöne Geschichten, herzliche Geschichten mit vielschichtigen Charakteren haben. Auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen die Sorge, dass der Trailer jetzt hier etwas zu viel gezeigt hat, mir schon zu viel aus dem Finale verrät und die Grundstory erinnert mich dann doch schon ein bisschen sehr an Pixar's Luca, wo es ja auch darum ging, dass im Grunde eine Familie bzw. jemand aus das Geheimnis hat, ein Meereswesen zu sein und beim Kontakt mit Wasser sich genau um dieses verwandelt. Und damit war es, der Trailer zu Ruby taucht oder Ruby taucht ab, den uns Universal Pictures voraussichtlich ab dem 29. Juni 2023 in die deutschen Kinos bringt und erzählt ihm die Geschichte von Ruby. Die ist Teenagerin, die kann sich an ihrer Schule, an der Oceanside-Schule in einer kleinen Stadt in Florida nicht so richtig einleben und gleichzeitig hat sie eben dieses große Geheimnis, dass ihre Familie eben eine besondere Eigenschaft hat, dass sie nämlich eigentlich Meereswesen sind und das darf auf keinen Fall bekannt werden. Die Nachbarn merken auch so ein bisschen, dass die Familie merkwürdig ist, aber glauben das eher dort zu verorten, dass sie angeblich aus Kanada kommen. Interessant finde ich wiederum, dass Meerjungfrauen hier verteufelt werden wie die Pest und das im Grunde auf der Frage basieren kann, Ruby A, sich sozial irgendwie bei ihren Freunden eingliedern, kommt sie in der Schule irgendwie klar, aber dieses Geheimnis ans Tageslicht kommt und was wird das dann für ein vielleicht großer Kampf am Ende und letztendlich natürlich, jetzt wird wahrscheinlich die Botschaft im Raum stehen, Menschen, Dinge, Wesen so zu akzeptieren, wie er, sie, es und alle anderen sind und das ist wahrscheinlich dann so das Hauptthema. Lässt sich alles erahnen, ich finde den Look soweit okay, bin aber ein bisschen verhalten, weil der Trailer bei mir noch nicht so überspringt, dass ich denke, den muss ich unbedingt schauen. Was sagt ihr denn zu diesem Trailer zu Ruby taucht ab? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.